So. Dann wollen wir noch ein wenig in der Stadt verweilen, ein wenig den Menschen helfen. So. Was wohl passiert ist? Ob Johnny wirklich verschwunden ist? Nee, ne? Gibt's hier was Neues? In Sektor 1 und 8 sind wir immer noch erschrocken. Nee, das ist nichts Neues. Ich übernehme jede Aufgabe, sagen Sie mir einfach, was ich tun soll. Das kommt mir bekannt vor. Das ist doch unser Werbeslogan. Auf dem Wallmarkt kann man in einem Turnier wohl einen richtig fetten Batzen Geld gewinnen. Huch! Katzensumo macht mich wahnsinnig glücklich. Schön. Okay, wir sind wieder bei den Katzen gelandet. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo müssen wir denn hin? Hier kommen wir bestimmt später nochmal hin, gleich wahrscheinlich. Verschwundene Freunde, hier will ich ja die ganze Zeit hin. Okay, vorne links. Einmal links abbiegen, dann kommen wir da sofort hin. So. Hallo. Da sind wir ja wieder. Was? Sie sind alle weggelaufen? Dann kommen sie nicht mehr zurück? Oh. Da seid ihr ja. Alle drei! Sie sagen, sie seien vor einem bösen Mann weggelaufen. Was? Danke! Okay. Auftrag abgeschlossen. Geht's noch gut? Ich wusste, dass du sie finden würdest. Kein Problem. Ich dachte, die Quest geht weiter. Leben des Planeten? So, dann haben wir... So viel ist das gar nicht mehr. Was haben wir hier oben noch? Das ist die Hauptstory, ne? Hier geben wir die Analyse ab, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, Chadley. Der Lebensstrom natürlich. Jesse wird es bestimmt sein. So. Der müsste hier vorne sein. Es gibt keine Monster. Monster sind nicht. So, 26 Killcount. Cool. So, Chadley. Du machst jeden Job, habe ich gehört. Ja. Ich kann dir noch mehr als einen. Hallo, Cloud. Du warst der Erste, der Daten eingereicht hat. Dafür gibt es eine Zusatzbelohnung. Mein Materia-Sortiment konnte ich auch schon erweitern. Cool. Chadleys Geheimnisse. Wenn du dich an der Datensammlung der Kampfberichte beteiligst, macht Chadley Fortschritte bei der Materieentwicklung und du kannst neuartige Materie erwerben. Wenn du sehr viele Kampfberichte abschließt, erhältst du möglicherweise auch Sonderaufträge. Also ich versuche natürlich so viele Statistiken wie möglich zu sammeln, ne? Auch für uns. Bei Chadley kannst du für einen geringen Betrag freigeschaltete Waffenmodifikationen zurücksetzen lassen. Du erhältst dann alle verbrauchten Waffenpunkte zurück und kannst deine Waffe noch einmal von vorne verstärken. Cool. Was heißt denn für einen geringen Betrag? Denke daran, dass es keinen Grund gibt, geizig zu sein. Setze für jede deiner Waffen so viele Waffenpunkte ein, wie dir zur Verfügung stehen. Das haben wir zum Glück schon gemacht. Also beinahe. Wir haben zwei übrig. So, kaufen. Analyse haben wir, glaube ich, schon. Ich hoffe, die muss man nicht zurückgeben. Und Auto-Vita. Sind Gefährten in Bedrängnis, wird automatisch bis zu einer bestimmten Anzahl Vita angewandt. Unwirksam, wenn der Anwender nicht genügend ATB oder MP zur Verfügung hat oder der Spieler den Charakter aktiv steuert. Ah, also sowas wie Auto-Heal. Hm, okay. Bis zu dreimal pro Kampf. Auto-Heal. Können wir bestimmt brauchen? Kaufe ich mal für 100. Komm, das ist ja nicht so viel. Ich muss lernen, nicht so geizig zu sein in RPGs. Selbstverständlich werde ich auch weiterhin neue Materia entwickeln. Gemeinsam werden wir Shinra schon die Stirn bieten. Ich werde fortlaufend neue Kampfberichte hinzufügen und hoffe, du wirst mir fleißig dabei helfen. Natürlich. Sicher, Digga. Die Sektion Kampfberichte wurde aktualisiert. Analyse zum Schockphänomen. Kampfbericht. Kampfberichte 1 bis 4. Untersuchung zu den Bestien Midgars beendet. Es ist eine unbarmherzige Welt, in der die Bestien Midgars sich bewegen. Werfen wir daher einen Blick auf ihre Selbstheilungskräfte. Ziel ist es, allgemeine Faktoren zu bestimmen, um diese Kräfte zu einer Materia werden zu lassen. Der Auftrag lautet, dies mittels Analyse zu untersuchen. Und das haben wir gemacht. Deswegen kriegen wir auch die Auto-Vita, die haben wir schon freigeschaltet. Dann kriegen wir bei Kampfbericht 2. 2 von 3. Untersuchungen zu elementaren Attacken. Feuer, Eis, Blitz. Die Analyse des Einflusses dieser drei Elemente auf Angriffsziele könnte der Entwicklung neuer Materia dienen. Der Auftrag lautet, Daten zu diesem Zweck zu sammeln. Abschlussbedingungen. Bei Gegnern, welche schwach gegenüber Feuer, Eis oder Blitz sind, die entsprechende elementare Attacke anwenden, jeweils einmal. Und dafür kriegen wir Luftmateria. Okay.
Also wir müssen nicht nur, wir sollen nicht nur analysieren, sondern wir müssen hier quasi auch bestimmte Aufgaben beenden. um quasi Sachen freizuschalten. Materias freizuschalten. Analyse zum Schockphänomen. Das Angriffsziel in den Schockzustand zu versetzen, wirkt sich im Kampf vorteilhaft aus. Daher stellt sie die Frage, ob Materie entwickelt werden kann, die durch effizientes Auslösen des Schockzustandes den Kampf unterstützt. Der Auftrag lautet, Daten zur Nachweisführung zu sammeln. Wende Spezialfertigkeiten bei Gegnern im Schockzustand an und lade insgesamt 10-mal eine Einheit der ATB-Leiste auf. Okay. Also nicht nur Schockzustand herstellen, sondern auch dann entsprechend nochmal reinsemmeln. Das kriege ich hin. Ich bin da manchmal ein bisschen sparsam. Nee, ich bin nicht sparsam, ich bin faul. Ich mache dann Schockzustand und semmel einfach so rein, statt dann irgendwelche Fertigkeiten zu wählen. So, Kampfberichte 04, Analyse zum Schockphänomen 02. 15 Arten von Gegnern in Schockzustand versetzen, das fällt uns leichter. 7 von 15 haben wir schon. Es hat sich herausgestellt, dass es die Kampfeslust steigert, das Angriffsziel in Schockzustand zu versetzen. Es gilt, dieses Phänomen zu analysieren und in Materie umzusetzen. Der Auftrag lautet, Daten zu diesem Zweck zu sammeln. Wir kriegen einen ATB-Boost. ATB-Boost ist gut, ne? Ich habe das Gefühl, wir werden so viele verschiedene Materia kriegen, dass ich gar nicht weiß, wo wir das alles hinstopfen sollen. Wir brauchen mehr Charaktere mit mehr Materia-Slots. Oh ja. Dann können wir die zwar nicht aktiv benutzen, doch wir können die im Kampf zumindest aktiv benutzen, indem wir da rumschalten. Wenn's mal wieder brennt, rufen wir dich. Dankeschön. So, hier geht's gar nicht weiter. Da müssen wir auch nicht hin. Ebene wechseln. Grünschnabelstation. Grünschnabelstation, Obergeschoss, okay. So, wo müssen wir jetzt hin? Nein, das war nicht richtig. Die Rattenplage. Ach ja, die ist noch nicht abgeschlossen. Stimmt, da müssen wir erstmal wieder. Aber da war ich doch. Hier war doch die Ratten besiegt und wir mussten dann hier zum Händler gehen und dir Bescheid sagen. Der hat aber nichts gesagt. Weil das Spiel nicht gecheckt hat, dass wir lang gegangen sind, glaube ich, ne? Und hier hinten war hier noch was. Besuch vom Friedhof. Oh. Pfeilervorplatz. Kann ich raus und reinzoomen? Ah, hier. Okay, prima. Dann haben wir noch zwei Aufträge. Das ist zum Glück alles recht überschaubar und dauert nicht 1000 Jahre. Gott sei Dank. Okay, wir sind aktuell hier. Umdrehen und gen Norden. Ich bin froh, dass jetzt erstmal Ruhe ist. Oh. So. Wir müssen hier dann vorbei, ne? Hier? Nee. Doch, hier ist es. Da. Ach, die haben einfach so wieder respawned. Okay. Und das sind also, alles klar. Sehr gut. Okay, Fertigkeiten. Erstmal Analyse. Aasratten. Bin also frei. Eine Mutation der großen Wehrratte. Sie ist größer und intelligenter als die gemeine Wehrratte und hat natürliche Scheu vor Menschen verloren. Sie rächt sich gezielt an jenen, die anderen Ratten etwas antun. Nach Erleiden einer bestimmten Schadensmenge wird sie schockfällig. Wirksames Frost, das haben wir leider gerade nicht. Wühlattacke, fiep, fiep, aber jetzt auch neu der Rattenschubser. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Ausgezeichnet. So, Fertigkeiten. Jetzt sammeln wir rein. Schwertsturm, ich mach Mutangriff, ne? Hier. Es ist vorbei! So, dann nochmal. Fertigkeiten. Mutangriff. Die. Gerade ist keine schockanfällig. Okay, warte. Dann lassen wir's. Jetzt ist sie schockanfällig. Jetzt machen wir Fertigkeiten. Mutangriff. Auf die Siege. Nimm das! Sehr gut. So, Fertigkeiten. Schwertsturm, let's go. Kleine Schock, das war abzusehen. So. Nö, da gehen wir zu Fuß hin. Komm, der ist gleich hier um die Ecke. Da müssen wir nichts machen. So. Und wir haben auch das gemacht, was wir machen sollten. Während
Schockanfälligkeit ein paar Special-Dinger reinsemmeln. Ein Teekessel? Er war das gar nicht. Aus purem Gold. Keine Ahnung, was er. Ich war mir sicher, dass er das war. Ach, das war der Krämer hier im Itemshop. Ich finde es übrigens gut, dass der Itemshop Itemshop heißt. Mag ich irgendwie. Hereinspaziert, hereinspaziert. Die Aasratten sind erledigt, habe ich gehört. Jo. Vielen Dank auch, ihr beiden. Jo. Wegen all dem Stress mit den Viechern war es in meinem Laden wie ausgestorben. Oh, da kommt mir eine Idee. Ich könnte Werbung damit machen, dass dies der Lieblingsladen des Aasrattentötenden Alleskönners ist. Was meint ihr? Klingt super, oder? Bist du dabei, Alleskönner? Da würden wir beide von profitieren. Ich werde dich Weimar und auch meinem Kunden empfehlen. Ich sag dir, danach wirst du dich vor Aufträgen kaum retten können. Wenn du meinst. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Der siebte Himmel, der Alleskönner und dann noch mein Laden. Wenn wir uns verbünden, wird das Geschäft nur so brummen. So, was hast du denn für uns? Kaufen Gegenstände? Supertrank. Kostet 100, ist aber gerade rabattiert. Brauchen wir aber alles nicht, ne? Wir haben ja Besitz, guck mal, unser Besitz. Wow, vor Besitz quillt mir nur so über. Hat noch eine Materia für uns? Heilen. Gewitter. Ermöglicht den Einsatz von Blitzmagie. Gewitter. Der Ausweich-Rundumschlag wäre eigentlich auch was für Tiefer, ne? Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Gewitter wäre auch was für sie. Stelle ich mir einfach mal so vor. Aber ich glaube, Materia finden wir, glaube ich, noch genug. Muss ich, glaube ich, nicht kaufen. Wir haben gerade alle Slots voll, also bringt es momentan auch nichts. So, tschüßen. So. Ich wette, die Leute fangen schon an zu reden. Über den Alleskönner, der jeden Job packt. Ach. Richtig beweisen musste ich mich allerdings noch nicht. Du fühlst dich wohl unterfordert, was? Ein bisschen. So, komm. Unser neues Sortiment wird Sie ins Staunen bringen. Dank unseres Alleskönners jetzt noch besser. Eine so große Auswahl an Waren haben Sie noch nie gesehen. Wir haben alles, was Sie brauchen und noch mehr. Vielen Dank für deine Hilfe. Oh, ja, gern geschehen. Das, huch. Schon mal angebaggert mit dem Spruch, ich möchte mit einer Chocobo-Feder sanft über deine Haut streichen. Was? Oh, der letzte Schrei auf dem Weimar. Was? Kreativ sind sie hier. Was? Ich möchte mit einer Chocobo-Feder sanft über deine Haut streichen. Ach, der nette Kerl, der meinen Kollegen geholfen hat. Weiß nicht. Oh, cool. Wir sind wirklich schon bekannt hier. Etwas bekannter. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. 99 Meter in die Richtung. Wir laufen einfach geradeaus. Ist das hier richtig? Warte mal. Doch, sieht richtig aus, ne? Was haben wir denn? Was ist denn das? Besuch vom Friedhof. Genau, das war das, was wir übrig hatten. Na, was ist, wenn Sie tatsächlich recht haben? Huch! Okay. Ist die alte Fabrik jetzt nicht wieder offen? Helft gefälligst! Es tut mir leid, dafür sind wir nicht zuständig. Sei gefälligst mehr Rückgrat! Jawohl! Verschwindet auf der Stelle oder ihr werdet verhaftet! Wir lassen uns hier nicht drohen! Ich mag diesen Jungadist irgendwie. Sind das die beiden? Sind die beiden so eine Art Running Gag? Ich mag die irgendwie. So. Hey. Hey, Tifa! Hör dir das mal an! Vom Eisenbahnfriedhof ist ein großer Schimmer hierher geflogen. Aber diese Flaschen von Shinra krümmen keinen Finger. Sieh mal an. Bist du der berüchtigte Alleskönner? Och. Dann musst du uns unbedingt helfen! Ja, aber schrei nicht so! Der Schimmer befindet sich hinter der alten Fabrik. Um dorthin zu kommen, braucht man einen speziellen Schlüssel. Die Bürgerwehr hat ihn in einer Holzkiste in der Nähe der Tür versteckt. Einfach alles zertrümmern! Einfach alles zertrümmern. Ja gut, das ist zufälligerweise auch mein Hobby. Ist das eventuell hier? Ah, Burger kaufen. Gute Idee. Warte mal, wo geht's hier hin? Ach, zum Bahnhof geht's noch mal. Warte mal, da ist noch ein Händler beim Bahnhof. Den können wir mal auschecken, ne? Den Krämerladen? Komm, den checken wir mal aus gerade. So.
Schöner Weg. So, hier waren wir ja schon. Wer handelt denn hier? Oh, warte mal, ich höre Musik wieder. Das ist nicht die Musik, ne? Der ist auch nicht verlaucht. Das gute Stück hat seine Besitzer auf der Platte 20 Jahre erfreut. Ist quasi antik. Die Flecken und Fransen geben sich fast das richtige Fleck. Entschuldigung. Ja, nicht schlecht. Da ist die Musik. Ich werde mich nie an den Geschmack gewöhnen. Hey. Ich wette, mit meinen Waren könntest du dich noch viel mehr ins Zeug legen. Was hast du denn? Barrett's Theme. Die holen wir uns. Für 50 Gil ist es geschenkt. Ach, guck mal, mit dem Einschussloch in der Wand und dem kleinen Pflänzchen da drüber. Das ist ja süß. Eine Schallplatte mit einem Arrangement von Bluesmusik. Ja, dann kaufen wir die mal. Ausverkauft. So, mehr brauchen wir auch nicht. Heute wird wieder gebrotzelt, was das Zeug hält. Nicht fürs Geld. So, Züge fahren die doch eh nicht. Warum stehen die alle rum? Warum stehen hier noch alle? Wieso denn nicht? So, okay. Brauchst echt keine Angst vor mir zu haben. Jessie hat nicht zu viel versprochen. Dann wollen wir mal wieder zurück. Und dann wollen wir mal den Auftrag annehmen. Ausführen. Angenommen haben wir ja schon. Ich dachte gerade, der pinkelt da hin. Was macht der da? Okay. Das wird schon. Wir müssen jetzt. Hier ist was? Besuch vom Friedhof. Okay, wir müssen tatsächlich da rechts rein. Alte Tallagerfabrik. Wir müssen ja. Würde ich zum Schrottsammeln ja auf den Eisenbahnfriedhof gehen. Dann ziehen dir die Wachen aber die Ohren lang. Hier müssen wir rein. Ziemlich gefährlich. Hey, alles Könner. Moin. Alte Tallagerfabrik, lass mich raten. Wir sind natürlich nicht alleine hier. Ach, schon wieder hier. Ich hoffe, die Gegner haben nicht respawned. So, tiefer. Weißt du, wo wir lang müssen? Führ doch mal den Weg. Wir müssen jetzt rechts rum. Ich glaube, wir müssen irgendwie nach oben, kann das sein? Nee. Nee, rechts rum mussten wir. Hä? Ist hier ein anderer? Nee. Warte mal. Das ist ein bisschen verwirrend. Okay, dann hier links ums Eck. Ist das hier richtig? Ja, und dann da rum. Okay. Ein bisschen verwirrend. Und ich soll Kisten zerschlagen. Irgendwo. Noch eine Mogri-Medaille. Ja, jetzt hallo. Wird aufgeräumt. So, schnell, Fertigkeiten, Mutangriff auf den Schockanfälligen. Es ist vorbei! Analyse, 9 von 15. Keine große Sache. Siehste, das versuche ich die ganze Zeit, auch wenn er schon fast tot war, lohnt sich gerade nicht. So, noch ein Heiltränkchen abgestaubt. Dann wieder auf der Karte gucken. Wir müssen hier durch und dann oben rechts. Hier durch und dann vorne rechts rum. Hier wäre das dann wohl. Da geht es ein bisschen hoch. Und dann müssen wir eigentlich hier rein. Wenn wir irgendwo einen Schlüssel hätten. Geht's hier denn rein? Warte mal, das wäre aber eigentlich das, ne? Oder wir müssen von der Seite rein, eventuell. Da müssen wir nochmal zurück. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Oh, warte mal, hier sind noch Kisten. Wir sollen alles wieder machen. MP, Heilung durch Markonit. Hier kommen wir auch nicht raus, weil... Ah, doch, hier, gucke. Halten. Es ist kalt. Oh, es ist kalt. Oh, es ist kalt. Oh, es ist kalt. Okay, warte. Kann man die Kisten auch verleppern? Nein, das sind keine besonderen Kisten.
So, hier kriegen wir aber nur diese Truhe, die wir vorher nicht gesehen haben. Aber jetzt. Zweimal Beruhigungsmittel. Ist für Zuschauer. Wenn wir Fingernägel kauen, wenn ich irgendwas falsch mache, beruhig dich erstmal. So, okay, warte. Ach, da kommen wir gar nicht durch. Wir müssen jetzt rechts und dann nochmal rechts. Rechts. Und dann hier nochmal rechts. Und dann links. Yo, easy. Sternfriede. So. Oh, Mist. Ich bin zu gut. Oh, jetzt nicht mehr. Okay. Okay, Fertigkeiten. Mutangriff auf ihn noch. Nimm das! Keinen Kopf! Mist. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Da staunst du, was? Mhm. Ah, hier oben, da waren wir ja schon mal. Dann geht's hier durch. Hier an die... Es ist aus. Mist. Was? So, Fertigkeiten. Impulsi, auf dich. Weitergehen. So, warte. Oh, kalt. Oh, kalt. Oh, es ist kalt. So. Ganz kurz mal gucken. Das ist jetzt auf dieser Seite. Das haben wir aufgemacht. Pfeiler. Okay. Und wir müssen da hinter uns, müssen wir rein in ein Türchen. Da müssen wir rein. Verschlossen. Ah ja, den Schlüssel haben wir noch nicht. Die Kisten sollen in der Nähe sein. Hm. Obwohl. Schlüssel. 70 Schlüssel haben wir gerade gefunden. 70. Die Schlüssel sollen in der Nähe sein. Das heißt, irgendwo auf dem Gelände. Irgendwo. Wir müssen also nur noch Kisten suchen und hoffen, dass wir irgendwo welche... Hier waren wir. Ne, waren wir auch schon. Das ist nix. Nicht alle Kisten sind zerschlagbar. Da war auch nichts. Das war nur dieses kleine Geheimding. Ich guck trotzdem nochmal überall. Falls wir Kisten übersehen haben. Da drüben sind noch ein paar Wehrratten. Frontalangriff. Ach, die Viecher sind da. Ach Mist, ich mach mal zu früh. Kommst du mal runter? Sag mal. So, Fertigkeiten. Mutangriff. Let's go. Es ist vorbei. Mit dir und nicht weiter. Fertigkeiten. Impulshieb. Keine Chance. Weiter geht's. Warte mal, waren hier drin Kisten? Da waren welche, aber die haben wir schon. Da kommen wir nicht durch. Da hinten ist noch eine Truhe, warte mal. Und hier sind noch Kisten. Hallo Kisten. MP-Heilung durch Markonit, großartig. Kommen wir da eigentlich durch? Durch sowas hier? Nee, ne? Und Leiter hier kommen wir nicht hoch, ne? Da ist eine Leiter. Aber die kommen wir aus irgendeinem Grund nicht hoch, sonst kommen immer die da hoch. Nur die da ist, die ist leider auf Limits. Und da drüben, oh, da liegt noch was. Das will ich haben. Okay, lass mich raten, da kommt man von irgendwo ganz anders hin. Okay, hier in den Raum müssen wir rein. Aber jetzt will ich natürlich das da haben. Verkaufsautomat. Route.
Okay. Na, warten wir mal ab. Hier, das schaffen wir. Entschuldigung. Los, kleine Fische. So, wo kommen die alle her? So. Ach, da lebt noch einer. So, Fertigkeiten. Mutangriff. Let's go. Toll, dass der einfach weggeht. Bis hier und nicht weiter. Keine große Sache. Das stimmt. Hab keinen Special-Angriff gemacht diesmal, weil ich wollte nur schnell weg. Die respawnen hier also immer wieder. Diese Kackviecher. So, warte, gehe ich hier richtig? Ja, warte. So, war schon wieder? Oh, hier war noch ein Schwanz. Es ist raus. Nein, der ist schon tot. Verdammt, die sterben so schnell. Na dann. Die Kisten habe ich noch gar nicht gesehen. Aber auch keinen Schlüssel. Ich will diesen Schlüssel. Gib mir doch endlich diesen Schlüssel. So, was ist denn das hier? Da geht es natürlich nicht weiter, aber hier. Kalt. Okay, komm. Ah, kalt. So, warte. Na also. Was haben wir denn da Schönes? Glut. Na gut, Glut ist gut. Kaufen. Gegenstände. Was gibt's denn so? Heiltrank, okay, sehr schön. Verkaufsautomaten, die kann man wirklich benutzen, wusste ich nicht. Brauchen wir nicht, aber schön, dass sie da sind. Und haben wir denn hier endlich einen Schlüssel? Schlüssel der Bürgerwehr, na endlich. Hast du ihn? Ja. Man musste also hier reinkommen. Und der war wirklich in der Nähe, stimmt schon. So, warte. Kinderspiel. Schon wieder. Nee, Freunde. Es ist raus. Eine Dusche wäre jetzt nett. Das stimmt, da komme ich mit. So, Schlüssel. Okay. Oh. Was erwartet? Bereit für die Schlacht? Na und wie? Okay, Fertigkeiten. Analyse brauchen wir nicht mehr. Haben wir schon, ne? Na, was soll's? Das sollte reichen. Das klappt überhaupt nicht. Wenn die... Fertigkeiten. Mutangriff. Auf Schimmer. Magie, Feuer. Eigentlich sind die gegen Luft anfällig, aber Zeugs. Wow. Weiter geht's. Nee, noch nicht. Hinter den Zaun gebasht. Schön. So. Das wollte ich noch mitnehmen. Jetzt kann man zurückgehen. So. Dafür haben wir das durchgesucht. Story geht ja auch sehr schnell, sehr bald weiter, ne? Erstmal die Aufträge gemacht. Was ist denn hier los? Oh. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Da staunst du, was? Oh. So, jetzt hier raus, dann da rum und dann, glaube ich, rechts rum. Dann hier nochmal durch. Sternfriede. Bis hier und nicht weiter. Ja. So, noch jemand?
Ciao. Ach, das ist noch einer. So, und jetzt müssen wir hier wieder raus. Abzusehen. Dann haben wir es ja endlich. War das hier? Warte. Da und dann links. So, endlich. Dann sind wir raus. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. So, dann gehen wir nochmal schnell ab. Ah ne, ich gehe wieder zum Bahnhof, ne? Warte, 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 warte. Und hier können wir gleich... Ach, den können wir gleich da abgeben. Ich war mir so vorschnell. Entschuldigung. Oh. Stimmt, es war bei ihr. Entschuldige. Willkommen zurück. Hey. Du hast es also geschafft. Alle Achtung. Bist ja wirklich ein wahrer Tausendsasser. Ach. Ganz anders als diese großschnäuzigen Gardisten. Du solltest den Wachdienst übernehmen. Finde ich auch. Die Gardisten haben nun mal Vorschriften, an die sie gebunden sind. Das ist doch wohl eher eine Frage des Charakters. Man braucht auch Leute, die Befehle befolgen. War ja klar. Hab schon gehört, dass du mal bei Shinra warst. Ist wohl zwecklos, mit jemandem wie dir zu diskutieren. Ich liebe dieses Viertel. Nicht mehr und nicht weniger. Aber dann werde ich es wohl beschützen müssen. Wart's nur ab. Ich trainiere und schon bald bin ich stärker als du. Ja, let's go. Greif nach den Sternen. Greif, Reif. Tag. Wollte mal gucken. Auf euch gebe ich nichts mehr. Ich werde die Slums beschützen. Aber... Sorgt für Ruhe! Jawohl! Verschwindet auf der Stelle oder ihr werdet verhaftet! Kannst es ja gerne mal versuchen. Ich mag den jungen Gardisten. Noch. Später wahrscheinlich nicht mehr. So, wir haben noch die Bürgerwehr. Okay, der Schrecken der Rostpfade. Das gehen wir nochmal schnell ab und dann haben wir alle Aufträge erledigt. Dann können wir mit der Hauptstory weitermachen. Was ist da? Shop. So, warte, warte, warte. Der Rattenschlechter. Das ist auch ein schöner Titel. So, warte. Man muss doch irgendwas gegen diesen Hund tun können. Ich glaube, hier müssen wir noch durch. 61 Viecher. Ich habe einen neuen Auftrag für dich. Bestien sind draußen. So, no, ach, neuen Auftrag. Ach so. Der Krämer hat mir ganz begeistert von dir erzählt. Danke für deine Hilfe. Deine Fähigkeiten können sich echt sehen lassen. Och. Und ich würde sie gern wieder in Anspruch nehmen. Ja? Weißt du, es ist wieder eine Bestie aufgetaucht. Ein außerordentlich blutrünstiger Wachhund. Sagt dir doch was, oder? Klar. Einer von Shinras Kampfhunden. Er wurde auf den Rostpfaden gesichtet. Kann ich dich damit betrauen? Ich übernehme das. Vielen Dank. Wir hätten uns an dem die Zähne ausgebissen. Ich zähle auf dich. Komm, den nehmen wir auch nochmal mit. Schreckende Rostpfade. Wollte eigentlich eine kleine Aufnahmepause machen, aber den nehmen wir nochmal schnell mit. Haben wir hier was Neues eigentlich? Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Würde mich auch freuen. Kaufen? Ja, ja, ciao. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Ja, da freuen wir uns doch alle. Diesen Kampfhund So, der Kampfhund. Gib mal her. Pass auf dich auf. Ja. Dafür habe ich ja Tiefer dabei. Die beschützt mich. Ich habe das Gefühl, das wird diesmal nicht ganz so leicht. Zielbereich. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt der Abschluss aller Aufträge vielleicht. Und deswegen kriegen... Das ist kein Kampfhund. Deswegen kriegen wir bestimmt eine richtig fette Töle vorgesetzt. Nicht irgendeinen. Der sieht ein bisschen aus wie ein Fallout 4 bei der Mine. Wow, der ist aber schön. Das schaffen wir. Und hier niemand auf. Jetzt oder nie. So, erstmal Analyse. Nur kein Über.
Eine experimentelle Version des militärischen Wachhundes. Durch stetige Verabreichung leistungssteigernder Mittel wurde das Muskelwachstum gewöhnlicher Wachhunde aufs Mehrfache gesteigert. Als Nebenwirkung der Medikamente verloren die Testsubjekte jedoch das Bewusstsein normaler Lebenswesen und wurden zu unkontrollierbaren Kampfmaschinen. Viele wurden daraufhin getötet, einige wenige überlebten jedoch. Wirksam ist jedoch Frost, was wir nicht haben. Das macht aber nichts. Feuer geht bestimmt auch. Peitschenstoß, Sturmangriff, Kehlenbiss. Alles sehr beruhigend. Gegenstände haben die gar nicht dabei. EP bringen die aber auch relativ wenig, ne? Muss ich mal sagen. Naja. Nee, warte. Ich breche den erst und dann hauen wir dem eine rein. Schwertsturm, let's go. Flucht? Ne. Hinterher. Ja, will ich aber mal meinen. Da kommen bestimmt noch weitere Hunde dazu, oder? Der bleibt doch nicht alleine. Ding, 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 ding. Entschuldigung. Ich mag die Kampfmusik. Ich folge den Kisten. Wie so eine Spur aus M&M's, der ich folge. Hey, hierher! Tiefer! Close! Ja? Ich habe den Wachhund hier in die Enge getrieben. Du! Er ist äußerst gereizt. Seid besser vorsichtig. Ja, klar. Ledermütze davon. Er ist da hinein. Er war sehr gereizt. Seid besser vorsichtig. Dann treiben wir mal. Der wird bestimmt sehr böse sein jetzt. Das war nur Vorgeplänkel, oder? Hey, mein Großer. Hey, achso, ich kann ja nicht rennen. So, Magie, ich mach trotzdem mal Feuer drauf. Die Stufe deiner Materie hat sich erhöht. Das bedeutet, dass du nun auch eine höhere Magiestufe einsetzen kannst. Feurer und Feuiger sind beispielsweise verstärkte Formen der Magie Feuer. Mit der größeren Wirkung erhöht sich allerdings auch der MP-Bedarf. Während des Kampfes kannst du die Stufe einer Magie mit auswählen. Okay, also kann ich jetzt Feuiger auswählen. Feurer, ja. Ich mach mal Feurer rein. Direkt reinsammeln. Hilft bei ihm nicht viel, weil er gegen Frost anfällig ist. Autsch. Oh Gott, der eskaliert gerade. So, Fertigkeiten. Ich mach Mutangriff. Das war's dann. So. Das war's dann wohl. Ja, kann man nicht manuell. Ich porte dann nicht. Und dann können wir hier auch Kisten mitnehmen. Ist, glaube ich, praktischer. Okay, let's go. Haben wir noch Kisten? Komm, wir gehen zurück. Und dann gehen wir die Quest ab. Dann haben wir, glaube ich, alle Aufträge durch, ne? Hier. Nö, nö, alles gut. Hey. Ihr habt es geschafft? Klar. Ach, danke. Hey. Ich tippe darauf, dass das eine neue Züchtung von Shinra war. Seit wann hat er hier für Probleme gesorgt? Mal sehen. Die ersten Informationen haben uns heute Morgen erreicht. Das heißt... Ja, was heißt das denn? Könnte es etwas sein? Im Untergrund der Slums von Sektor 7 soll sich ja angeblich eine Forschungsstätte von Shinra befinden. Bist du dir sicher? Das wäre mir neu. Ich dachte, ich könnte dir Insider-Infos entlocken. Entschuldige bitte. Ist eine große Organisation. Es gibt vieles, das ich auch nicht weiß. Da ist sicher was dran. Der Hund ist jedenfalls erledigt. Und darauf kommt es an. So. Na? Gut gemacht. Du hast hier wirklich ganze Arbeit geleistet. Wir, nicht ich. Dein Ruf als Alleskönner könnte nicht besser sein. Sicherlich kommen die Leute wieder zurück auf dich. Das verdanke ich dir. Schön, dass du das einsiehst.
Meine Bezahlung für heute hole ich mir also im Laden ab. Genau. Aber willst du nicht vorher erstmal auf dein Zimmer? Ruh dich etwas aus. Die Regeln des Slums. Und zwar deren erste, genau. Los, gehen wir. Die erste Regel des Slums ist, sich erstmal auszuruhen. Okay, komm. Let's go. Dank dir fühle ich mich super sicher. Kein Problem. Ich wäre mit dem Hündchen ganz sicher nicht fertig geworden. Ja. Erstmal ausruhen, sagst du? Die Bürgerwehr hat angekündigt, ihre Patrouillen zu verstärken. Ich dachte, die haben so schon nicht genug Leute. Dann würde ich sagen... Oh, was ist denn hier los? Oh, ihr seid aber früh wieder zurück. Das trifft sich gut. Dann kannst du nämlich gleich die Filter in euren Zimmern austauschen, Tifa. Ich hab sie dir schon hingelegt. Okay. Du wartest hier, Alleskönner. Oh oh. Für dich habe ich auch einen Auftrag. Bereite Tifa keinen Kummer. Ach hä, warum das? Das hatte ich nicht vor. Sagst du das, damit ich Ruhe gebe? Solche Leute gibt es wie Sand am Meer. Du bist doch nicht wie die, oder? Geh schon. Will die uns verkuppeln? Ein Moment zu zweit. Was? Was? Okay. Lass uns zuerst die Filter auswechseln. Gut. Komm, wenn du fertig bist. Gut, das mache ich. Filter auswechseln, gute Idee. Schüßen. Ah. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde direkt weiterspielen eigentlich, jetzt sofort. Aber A, wird es langsam zu spät und B, muss ich gucken, ob die Aufnahme okay ist wegen 4K und so. Ich wollte eigentlich nur eine Stunde spielen. Ich habe mich hinreißen lassen. Hupsi. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Aufnahme. Grüß mir den Zukunftsgronk. Und ja, bis dahin, hier kann ich es ruhig sagen, gehabt euch wohl. Tschüss. Ah, ist schon doch ein sehr cooles Spiel, muss ich auch. Ein sehr cooles Spiel. Ja, tschüss. Last night was all